Hallo und willkommen zurück zu Mega Man Battle Network 3 Blau. Was machen wir nochmal? Wir machen jetzt die Ding Edition. Die Ding Edition, genau. Die Ding Edition, so schaut's aus. So, das ist die verdammte Ding Edition, meine Damen und Herren. Die Tetra Edition. Was? Tetra-Geschichte? Ja. Wissen doch noch gar nicht, wo der Tetra-Code ist. Doch. Oh. Also zumindest können wir uns denken, warum die Bösewichte gerade mal da wo wir gerade sind, angreifen. Scilab angreifen, ja. Weil sie haben ja erst das Joker angegriffen und dann den Bitch. Ja, aber das mit Joker war nur ein Ablenkungsmanöver. Ja. Das wird er selber nicht. Werden wir sehen. Rockcube. Interessant. Er ist bitte so bescheuert und spielt Lockvogel, wo man sterben kann. Das sind doch eh bloß Daten. Die haben doch gar kein Herz. Kannst du nur so gewisslos sein? Siehe Mega Man, ne Quatsch. Willst du mir damit sagen, dass das Herz der Karten gar nicht erst existiert? Machen wir weiter. Das so. Herz der Karten. Dö. Und so. Genau. Ja. Ich weiß, was du gesagt hast. Changa. Was? Changa? Changa? Ich wollte Changa. Changa. Das war eine Mischung aus Chaka und Tanga. Ja. Changa. Du warst mal eine Mischung aus einer Frau und einem Mann. Stimmt. Ich hab sein übelstes Geheimnis gelüftet. Ja, das Gummi muss immer sitzen, sonst hat es keinen Zweck. Sonst kommt sowas wie ich dabei raus. Das Gummi muss immer sitzen! Ja. Oh, ein Langschwert. I. Ein Langschwert. I. Ich lauf gerade zurück, kann das sein? Ja. Ah. Hier ist noch was, und zwar ein Castium Sword Z. Ist das nicht herrlich? Das war auch eine gute Nummer. Du bist auch so eine schlechte Nummer. Danke. So. Ah, da ist noch einer. Komm her, du. Verschnitt von Rainer Kallmund. Was gibt's, Junge? Weißt du, ich bin nichts. Ich wollte nur nach dem Weg fragen, Junge. Ich bin über Trinavi, ja? Ziemlich gruselig, ja. Sieht so aus, als willst du mich löschen, aber nicht davon. Das kannst du vergessen. Ich lass mich nicht einfach so löscherarisieren. Ja. Ja, aufstehen. Ich pack nämlich Metal Man raus. Ja, und dann kann ich pack jetzt meinen Metal Man aus. So, das war der. Von jetzt an geht's nur noch bergauf. Ich dachte, den Berg haben wir schon lange verlassen. Nein. Das nützt mir alles nichts. Der Berg? Nein. Zack. Was hat der Berg dir nur getan? Er ist hügelig. Das ist nur die Spitze des Eisberges. Neue Schützen werden nach mir folgen. Ja! Bei Bergen, der eine war spitz. Ja. Hm. Ja, ne? Dem Jokes. So gut. Lies vor. Ey, hör dir mal ihr. Lies vor! Okay, das war ziemlich stark. Stark und knapp und knapp stark. Knapp stark quasi. Ich frag mich, was das WWW vorhat. Ja, diese Angriffe sehen nicht sehr geplant aus. Mega Man, hinter dir!
No! Wie kannst du es wagen, unser Kumpel zu löschen? Wenn wir drei uns vereinen, dann wird es dir nicht so leicht fallen. Deiner heißt Stevie, deiner heißt Wanda und ich bin Döb. Ja, jetzt hast du schlechte Karten. Mach dich zur Löschung bereit. Ja, ich hab doch gesagt, wir haben das Herz. Oh nein! Auf Seite. Ich kann mich nicht alleine um die drei in einem Kampf kümmern, Kleiner. Das Word 3 ist nicht in der Lage, uns aufzuhalten. Wer ist da? Ich bin's. Wenn du schon fragst, lass mich vorstellen. Genau das, was er gesagt hat. Ja, immer wieder gerne. Ich imaginiere. Wir sind ehemalige World 3-Mitglieder. Mr. Match und Flamman. Flamman steht da. Es ist aber Flamman. Da steht aber Flamman. Es ist trotzdem Flamman. Und zwar der aus Mega Man 6. Mhm. Sieht nur heißer aus. Mr. Match, der World 3-Boss. Defected? Was heißt das? Der ausgetreten ist. Achso. Der World 3-Chef, der ausgetreten ist? Du Verräter! Verräteros ist also ein Verräter? Nee! Ein Verräter? Ja, das bin ich vielleicht. Brennen Sie nieder, Flamen! Feueratem! Ach, ist doch wurscht! Ich brenne, ich stehe im Flammen. Ah! The sex is on fire. Ja, Lies. Aber the sex is on fire. Danke, dass du uns gerettet hast. Ich bin Mega Man. Das weiß ich schon, Dumpfbacke. Ich mag dich nicht! Sachte, Junge, sachte! Sieht so aus, als wärst du wirklich auf unserer Seite, Mr. Machi. Was? Du vertraust mir immer noch nicht? Wirst du mir nun glauben? Natürlich! Dein Navi ist... recht stark, wenn er recht schon stark, wenn er drei Gegner auf einmal besiegt. Nun, ich oder bin, die Gegner haben einfach aufgegeben. Nun, ich bin ein erfahrener Customizer. Also ist alles die nur Kraft, die Kraft der Temperatur oder irgendwie sowas. Kraft aus dem Inneren. Genau Kraft das. Aus dem Inneren. Sagen Sie mal, diese Kraft aus dem Inneren. Lass uns mal den Mr. Match in Personitarität tanken. Du brauchst mir nicht erneut zu danken. Aber ich will! Solange wie wir Freunde sind, bin ich glücklich. Halt's nun, Bauch, ich gehe besser zurück zur Arbeit. Ja, bevor die Leute sehen, dass du wieder mal an den Steuerknüppeln rumfummelst. Nicht den Knopf drücken, das sind die Atomkraftwerke. Tschupusch. Was ist das? Sieht das nicht aus, als wäre es von... Es ist von Superman. Nee, kommt Iron Man. Easy Square sofort. Ich bin vor dem BBSS Bestos. Ich frage mich, wer das gesendet hat. Könnte vielleicht von denen gesendet worden sein, durch Zufall gesendet worden sein. Aber naja, gehen wir mal hin, einfach nur weil. Hört sich dringend an. Anonyme E-Mails. Es hört sich ein bisschen strange an, aber wir sollten das mal auskundschaften. Strange? Oh, ja. Raisins! Jo, dann. Hallo. Ja, aber ich es fängt ganz harmlos an, aber dann sagt jeder in der ganzen Zeit, hey, typisch Andy. Entschuldigung. Ja. So, ich guck aber zuerst mal woanders hin. Und zwar im... Deiner Hose. Nein. Im Yoka-Inn. Ich dachte, nachschauen, ob da noch was ist. Ja, da ist noch was. Ich spür's doch ganz deutlich. Na, immerhin.
So, nee, im Yoka Inn. Da ist nämlich eventuell jemand, ob er jetzt da ist oder erst später, weiß ich nicht. Ah, ja, du. Ja, du bist da, was immer. Wer hat Mr. Quiz gerufen? Wer hat Mr. Quiz gerufen? Es ist Quizzeit! Nein, ist es nicht. Hier ist deine Chance. Die Chance zum Glück. Ja. Ich bin total in meine Quizze verliebt zurzeit. Hört man gar nicht an. Möchtest du ein Quiz ausprobieren? Darauf kannst du wetten. Alles klar. Hier kommt Frage Nummer 1. Lass mich gerade die Fragen für dich lösen. Wie viele Löcher hat deine Mutter? Viel Spaß! Was? Wie viele Löcher? Wie viele Löcher sind in dem kleinen Berg, der auf dem Spielplatz vom ACDC-Park ist? Ich wusste, dass du das nicht weißt. Was für ein Berg? Auf dem Spielplatz, das muss dieses Klettergerüst da sein. Wenn du das als Klettergerüst bezeichnen willst, okay. Nein! Ja, nochmal. 3, okay, gut. Frage Nummer 2. Was ist auf dem linken Bildschirm in der, im Viruslabor? Überhaupt, du passt auf gar nichts auf, oder? Nein! Das müsste aber die Erde sein, oder? Oder? Hallo! Ja, nimm doch, was dir Spaß macht. Du bist uns zu nichts zu gebrauchen. Ach, du nichts zu gebrauchen. Es macht nur Spaß, dir beim Raten zuzusehen, während du keine Ahnung hast, was passiert. Dann muss es ja Mito sein. Ich glaube nicht, dass sie ein Bild da von mir haben. Ja. Frage 3. Wie viele Zeichnungen sind auf der Wand vor dem Klassenraum 5a? Oh. Leck mich am. Du mitgezählt? Ich glaube nicht. Nein. Das war klar. Also es waren mehr als 5. Das stimmt. Ich hab das Bild im Kopf. Warte, ich zähl mal schnell durch. 1, 2, 3. Oh, die sind sogar richtig fies. Wieso? Die geben nur ungerade Zahlen an. Die hätten auch genauso gut eine gerade Zahl anbieten können und das als logischer erweisen können. Hat aber geklappt. Gerade Zahlen, ja. Das ist schon anspruchsvoll. Was? Wie viel? Wie viel kostet eine Tasse Kaffee auf dem Beach Street Café? Na, keine Ahnung, da waren wir ja nie. Alter, wollt ihr mich verarschen oder was? Naja, du redest ja nie mit Leuten, weil du dich an Komplettlösungen und eine ganze Scheiße haltest. Und an Karten. Oh, du weißt ja schon, wo du hin musst, ohne die Leute zu fragen. Ja, ein bisschen was kenne ich ja auch. So, das waren jetzt 3. Ei. Das war MeTool. Das waren 9. 9. Dann kostet das 380. Ist denn noch eine Frage? Wie viele Spielzeugpandas gibt es im Zoo bei den Ticketschalter? Da muss ich jetzt auch passen, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber ich glaube, das müsste ein einziger sein. Nee. Okay. Schade, Schokolade. Naja, aber das habe ich jetzt nicht gewusst. Den Rest, außer dem Kaffee jetzt, aber den Rest wusste ich. Ernsthaft? Ja! Weil ich auf meine Umgebung achte vielleicht, im Gegensatz zu dir. Oh. Okay, jetzt kann ja nur ich hatte noch sogar mal das letzte, was die Zeichnung vor der Tafel heißen sollten. Aber das hatte ich ja auf Anhieb richtig mit den Zeichnungen. Durch Zufall. Das ist eine 50-50 Chance. Yo, und wir bekommen Regular Up 3. Yay. Wie viele waren denn drauf? 2?
Ach so, da gibt's noch andere Quizkinder. Oh. Ja, und wer von denen gibt mir jetzt das HP-Upgrade? Tja. Einfach mal durchsuchen. Jetzt weiß ich, was das für eine Edition ist. Quizmaster Edition. Irgendwie schon, ja. Wer wird Millionär? Scheiß. Oh ja. Kannst du eigentlich Günther ja auch imitieren? Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Echt nicht? Ja. Meine Güte. Könnte ein halbes Jahr jetzt zurückkommen, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Also ich guck regelmäßig, wer wird Millionär. Ich weiß, das hast du mir schon mal gesagt. Meine Mutter guckt das auch immer gerne. Richte deine Mutti doch mal schöne Grüße von mir aus. Später. So. Wo ist die versteckte Kamera? Ich will auch mal mit bei Verstehen Sie Spaß dabei sein. Hallo, Verstehen Sie Spaß? Ich nehme mich nicht. Ah, du. Wenn ich keinen Spaß verstehe. Ja. Sonst würde ich ja nicht die Show moderieren. Verstehen Sie Spaß? Hey, ich bin... Oh, das ist einfach. Oh, Backe. Hi, gesehen die Geschichte. So, mal sehen, ob in AC/DC vielleicht so ein Klappspaten ist. Du. Da ist nur ein Furzkissen. Kein Klappspaten. Nee. Nö, überhaupt nicht. Nee, nada, niet. Nothing. Vielleicht hier bei Hixby? Hixby? Du sagst Chip Trader. Chip. Das ist Lotto. Die heutigen Lottozahlen sind 1, 1, 1, 1, 1. Und die Glückszahl 1. Jetzt hätte kommen müssen und die Glückszahl 2. Nö. Wenn dann schon 7. Oder so. Oder 3. Ach man, wo sind es die anderen Spaßvögel? Hier im Lehrerzimmer bestimmt. Überhaupt keiner? Ach, Kinders. Ich in deiner Welt. Ja, ne? War ich hier schon mal drin? Nö. Vielleicht im Klassenzimmer irgendwo? Hier, du. Nee. Du musst es sein! Juhu, wir haben Babbler C gegen Breitschwert C getauscht. Super. Das hat sich gelohnt. Ja, können wir nochmal nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, ja. Das hast du dem jetzt echt nicht abgekauft? Nö. Der Quizmaster lügt. Bestimmt nicht. Oh Mann. So, was ist denn überhaupt? Aber wie du eiskalt gar nichts richtig gewusst hast von dem Ganzen. Doch, das mit den Bildern. Nein, das wusstest du nicht. Aber ich habe gut geraten. Ja, es gab auch eine 50-50 Chance. Da schau, siehst du drei Löcher. Was, drei Löcher? Ja, da war, du bist gerade in den Park vorbeigelaufen. 1, 2, 3. Ja, ist aber nur von drauf, die Ansicht. Das ist... Siehst du den Hintergrund? Siehst du im Hintergrund Löcher? Ich glaube weniger. Solltest aber, du aber, wenn drei Löcher genau an den Seiten und in der Mitte sind. Aber schön wär's trotzdem. So, jetzt noch weitere versteckte Scheiße, hä? Ja. So, wie viele Zeitungsrollen sind da drin? 1, 2, 3, 4, 6, alles klar. Auf alles acht gehen wir. Welche Kleidung trägt der Polizeibeamte? Eine Feuerwehrkleidung. Das eine Feuerwehrkleidung, Herr Direktor. Dieser Polizist in Disguise. Eieiei. Hausgemachter Kaffee, heute nur 380 Zennies, ja, ist klar, ne? Die sagt aber heute nur. Was ist, wenn der Junge dir die Frage gestern gestellt hat?
Dann hat er gelogen. Ja. Oder die Pins noch einmal an. Oder so. So. Naja. Dann werde ich mal schauen, wo der Quizmaster ist, der uns das Richtige gibt. Er muss ja irgendwo sein. Und ansonsten war's das für diesen Part. Ich glaube, sie haben es gefallen und das nächste Mal bei Wer wird Millionär? Die 16.000 Euro Frage. Ja, ganz genau. So, wir bleiben hier vor dem Gerüst mit den drei Löchern stehen. Einfach nur zu vergewissern, dass es auch wirklich drei Löcher bleiben. Ja, ganz genau. Also Freunde, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Ein Klinken Mega Man. Beantworte so viele Fragen wie möglich. Power hoch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ein Klinken Mega Man. Beantworte so viele Fragen wie möglich.